Ja, hallo zur vierten Folge der Let's Play-Serie. Wir haben ja in der letzten Folge ja gerade noch ein zusätzliches Mitglied aufgenommen, den Doyle Sykes. Er hat sich ja uns angeschlossen und ja, er wird leider von ein paar bösen Buben verfolgt. Das hatte sich irgendwie hier auch immer noch nicht interessant mit dem Suchtrupp. Das hatte ich vorher noch gar nicht festgestellt. Das hat sich irgendwie auch noch ein bisschen geändert. Als er gekommen ist, da stand da was, zumindest mal von einem Bogenschützen. Inzwischen sind zwei. Ich bin gar nicht sicher, wie sich das mit den Marodeuren geändert hat. Im Moment haben wir insgesamt 7 Angreiper. Eigentlich sind das immer 8 gewesen, aber ja gut, für die meisten Werte gibt es ja da immer so einen gewisse Range, wo es denn per Zufall entschieden wird. Schauen wir mal, ob das so bleibt. 20 Stunden wird es noch dauern, will heißen, irgendwo morgen Vormittag. Früh werden sie dann auftauchen. Ein bisschen sollte ich mich bis dahin noch vorbereiten. Es sind doch relativ viel. Den Schutz, den sollte ich mal noch ein bisschen ausbauen hier. Ich würde mal ein bisschen vorbereitet, habe ich es ja schon. Geht darum, dass wir den Angreifern, sage ich mal, ein paar mehr Türen in den Weg stellen, wo sie sich durchprügeln müssen. Wir haben 2 Bogenschützen dann also, die wir denn da besiegen müssen. Das wird jetzt nicht das Problem sein, denke ich mal. Wir haben zwar auch nur 2 Bogenschützen, also ist es sicherlich nicht ganz so einfach, aber ja, ich traue den 2 Damen, die Emelina und Colina, die das übernehmen müssen. Die haben ja beide hier einen Bogen, Kurz- und Langbogen. Ich traue denen das schon zu, dass sie das hinkriegen werden. Sie haben ja durchaus auch ein paar Vorteile, werden sie haben. Sie werden hier auf dem Dach stehen und haben auch ein bisschen Schutz hier durch die Zinnen. Will heißen, der Gegner wird sie schlechter treffen und sie treffen besser. Und wenn sie eben erhöhte Angriffsposition haben, denn ja, das sind ja mehrere Effekte. Warte, das fällt mir auf. Ich muss hier oben auch noch ein bisschen. Das hatte ich noch falsch gemacht. X war das ja. Wir haben ja jetzt hier mehrere Türen hintereinander aufgestellt, wo sie sich durchprügeln müssen, die Feinde. Ja, und wenn sie denn hier durch sind, dann wollen wir sie natürlich von oben beschießen. Klar, als erstes werden wir die Bogenschützen, die beiden wegräumen müssen und dann die Gegner besiegen. Und ja, das wird sich halt natürlich ein bisschen hinziehen. Der Doyle ist da unten schon fleißig. Ich werde den mal auch noch auf Bau abstellen. Markus macht hier auch noch Dinge da mit den Tierchen. Das ist natürlich sicherlich alles ganz hübsch und wichtig, dass die Tiere da auch einen ordentlichen Unterschlupf kriegen. Trotzdem ist es erstmal wichtiger, dass wir hier überleben und die Feinde abwehren können. Jetzt machen wir da erstmal das Dach weg, so das sollte jetzt gepasst haben. Ja, das sieht gut aus. Hier ist die 4. Tür. Das hat hier so ein bisschen reingepasst, deshalb hätte ich das da auch so vorgesehen. Wir haben hier also 4 Türen an der Seite. Hier drüben, da ist innen drin ein bisschen wenig Platz, aber das war klar, das hatte ich eigentlich so vorgesehen. Da haben sie denn nur 3 Türen. Ja, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich denke eigentlich, dass wir da ganz ordentliche Chancen haben. Aber es ist halt auch immer ein bisschen Glückssache. Wie erwähnt, sind immer eine Menge Zufallszahlen im Spiel, auch was eben hier das Treffen angeht. Das, glaube ich, kann man beim Bauen, da hat man das, glaube ich, eigentlich gesehen von den Zinnen. Wo haben wir das hier? Genau, Deckungseffektivität, da oben werden halt meine Leute stehen. Und wenn die denn da innerhalb vom Bereich hinter den Zinnen sind, dann haben sie halt 55% Deckungseffektivität. Das ist quasi der Malus, den die Gegner beim Treffen erleiden. Aber es ist halt eben nur eine Wahrscheinlichkeit. Ich habe es immer mal wieder auch schon erlebt, dass die Gegner einmal schießen und treffen. Und meine eigenen Leute, obwohl sie denn ja von weiter oben noch 20% zusätzliche Trefferchance kriegen und eben der Gegner da unten keine Deckung hat, dass sie dann 5-mal nicht treffen und wie gesagt, der Gegner trifft beim ersten Mal. Das kann alles passieren. Das ist natürlich Pech. Da muss ich wirklich sagen, das ist kein generelles Problem. Im Allgemeinen ist das schon ganz ordentlich, soweit man das halt an der Stelle beobachten kann. Ich habe da keine Statistik geführt, aber wie gesagt, gefühlt ist es schon in Ordnung. Ich muss aber immer wieder sagen, es ist erstaunlich, wie gut die Gegner auch treffen, obwohl ihre Chancen eigentlich relativ gering sein sollten. Aber ja, wir haben wahrscheinlich hier im Angriff jetzt, sind es immer noch so viel, 2 einfache Bogenschützen. Ja, es gibt ja da verschiedene Klassen, also einfach nur Bogenschütze oder Adept oder Meister. Meister werden wir jetzt sicherlich noch nicht kriegen, das wird natürlich irgendwann passieren. Die Meister, ich denke, die kriegen da auch immer noch so einen Bonus. Man kann sich das auch angucken bei den Gegnern, um das da ein bisschen so zu verfolgen. Wir können ja mal gucken bei unseren Leuten, die haben mal irgendwelche Kampfwerte hier. Kampfbezogen, ja.
Fernkampf, das heißt ja, sie hat also eine Basischance, stimmt das? Basistrefferchance, ja, oh, jetzt ist hier Ton wieder gerade, aber das ist auch, der kommt vielleicht gleich, da ist er wieder da. Das ist nochmal interessant. Okay, das ist halt so die Basistrefferchance, klar, der Skill ist bei beiden noch nicht so hoch, bei Emelina ist er noch ein bisschen schlechter. Also insofern ist es klar, die treffen halt die Gegner einfach nicht zu 100% und umgekehrt gilt das Gleiche. Das ist das, was ich meinte. Das ist schon interessant. Was haben wir? Multiplikator. Schaden. 1,02. Na gut, das ist nur kaum. Aber wie gesagt, wenn sie auf erhöht stehen, da kriegen sie 20% auf Angriffschance, auf Reichweite und auf Schaden. Insofern ist das hier alles noch ein bisschen besser. Aber ja, es sind eben alles nur Chancen. Naja, wir werden das beobachten. Erstmal haben wir hier unten die Seite fertiggestellt und ja, die Gegner prügeln sich normalerweise halt so der Reihe nach durch die Türen durch. Und wenn man da ein paar mehr hat, müssen wir mal sehen. Für den Moment habe ich das mal hier so als quasi Verteidigung gewählt. Und im Allgemeinen kommt man damit schon ganz ordentlich zurecht. Das wird für die Zukunft sicherlich denn ein bisschen anders sein. Das geht schon damit los, dass ich sicherlich denn demnächst hier bei der Forschung auch hier die Waffen. Das war denn hier, ich glaube, mit den Holzwaffen, da haben wir denn hier schon. Das der Langbogen mit Holzbarren, gibt es den Kurzbogen. Wenn wir denn hier alle Leute mit Fernwaffen ausrüsten können, dann ist es auch deutlich besser. Im Moment ist es halt eben einfach mal so. Es ist halt auch so ein bisschen der Unterschied. Das hatte ich ganz am Anfang der Serie auch gesagt. Wenn man hier als einzelner Lone Wolf spielt, dann hat man halt, dann haben 100% der Leute, die man hat, halten Bogen. Und das ist natürlich irgendwie besser. Wir haben jetzt hier vier Leute, haben aber nur zwei Bögen. Will heißen, ja, wir haben keineswegs hier die vierfache Kampfkraft, eher das Doppelte und die sind beide hier vom Skill. Auch hier haben wir 8 in Meisterschütze und bei Colina sind es 12. Die sind bestenfalls mittelstark. Und aber ja, ich denke, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. So schlecht sieht das alles gar nicht aus. Ich bin nur gerade hier, wenn ich das sehe, der Doyle hat sich lieber mal hingelegt. Aber ja, wobei, wann werden die denn kommen? 11:40 Uhr, dass das mal ein bisschen genauer rechnet. Das müsste irgendwo so zwischen 7 und 8 früh sein. Und da sind die alle schon wieder auf. Ich denke, die werden das früh halt fertig bauen. Ich lasse das erstmal alles da so, wie es ist. Doyle und Markus, die, ja, allzu viel haben sie, allzu viel und allzu schnell haben sie das jetzt nicht hingestellt bekommen, aber naja, okay. Ja, die Tierchen kauern sich jetzt hier auch unter die im Moment schon fert unter das im Moment schon fertiggestellte Dach. Haben sie auch noch ein bisschen Schutz bekommen. Und naja, muss halt einfach reichen. Die anderen Sachen sind gerade mal wichtiger. Ich meine, das Holz ist ja schon geliefert, oder? Ja, okay. Eins, zwei, eine Tür fehlt noch ein bisschen was drumherum. Naja, sie werden das hinkriegen. Schauen wir mal, wie das laufen wird. Wie gesagt, das ist am Anfang immer ein bisschen, also am Anfang meine ich gerade der erste Kampf. Es ist auch hier besonders schwierig, das ist keine Frage. Aber ja, so ist es dann halt mal. Ja, wir werden das schon so nach und nach hinbekommen. So, hier hatte ich ja noch den Pfeiler versetzt. Dann wollte ich eigentlich auch mal noch mal hier das hier ein bisschen erweitern und da ist, glaube ich, irgendwo auch noch Weidenboden. Ja, da fehlt der auch noch. Aber okay. Nicht das Allerwichtigste. So, ihr könnt alle noch ein bisschen schlafen. Die sind inzwischen auch hier alle recht happy. Zumindest mal den Moment. Gemeinsam sind wir stark. Ja, hier die Anfangseuphorie, die hat die, glaube ich, noch. Ja, anfänglicher Optimismus, der ist jetzt weg. Das ist irgendwie, ach, da kann man es noch erahnen. Ablauf, das sind so 7 Tage. Das ist natürlich jetzt längst vorbei bei den anderen. Aber immerhin gucke, Colina und Markus, die haben halt dadurch, dass wir den Döll hier reingelassen haben, gleich mal doch noch eine plus 16 bekommen. Das finde ich schon toll, dass das reicht, weil irgendwie ist das hier gerade ziemlich kurz. Mittlere Erwartung. Aha. Wie sieht das hier aus? Arbeitszufriedenheit. Naja, okay. Ich gucke schon immer, dass das mit der Religion und der Unterhaltung einigermaßen geht. Die Möglichkeiten sind halt erstmal nur eingeschränkt. Ich will das ja auch nicht so extrem weit ausbauen, weiter mit dem Häuschen. Wir wollen ja demnächst unter die Erde gehen. Aber trotzdem, so eine gewisse Basis, die sollte man hier schon legen. Auch gerade hier einen Tisch mit Essen und all so Kleinigkeiten. Und dadurch sind sie hier alle nicht extremst und super und mega happy. Aber es ist schon ganz ordentlich und das hilft allgemein für die diversen Aktionen natürlich auch.
schauen wir mal, wie das denn läuft. So, Emelina ist hier schon unterwegs. Das machst du eigentlich so. Ach, sie gärtnern. Sie haben mit den, ach, mit dem Bäumchen da auch noch beschäftigt. Naja, okay. Mach halt. Hier ist eine Birke nebenher entstanden. Ja, das ist wieder sowas hier. Das hatte ich mir eigentlich auch hier für das Apfelbäumchen erhofft. Will heißen, dass hier der so ein bisschen Samen wirft und rund um den Apfelbaum noch ein paar Ableger entstehen. Bisher ist es nicht passiert, aber naja, muss man mal gucken. Das wird schon werden. Master, die Bäumchen, wie sieht es denn jetzt aus? Doll ist ja vom Zeitablauf ein kleines bisschen früher. Den habe ich ja hier leicht versetzt zu den anderen, um das hier alles so ein bisschen, dass die nicht hundertprozentig alle immer alles gleich machen. Gerade ja auch was Essen, Unterhaltung und Religion und so angeht, dass es das funktioniert ein bisschen besser, wenn das aufeinander folgt. So, und er ist jetzt hier schon auch ans Basteln gegangen. Das sieht auch ganz ordentlich aus. Wir werden das auf jeden Fall fertigstellen, bevor die Gegner kommen. Ja, habe ich vorhin richtig gerechnet, so gegen 9. Er ist, oh, jetzt ist er auch schon auf Stufe 6. Oh ja, gut, hat glaube ich auch mit 5 angefangen. Ein Lehrling, was das Bauen angeht. Naja, okay, schauen wir mal. Mach das mal da noch fertig, wann steht. Ich meine, ich hätte hier auch noch hier und so, aber es wird schon gehen. Wie gesagt, wenn wir denn in der nächsten Runde alle Fernkampfwaffen haben, dann sieht die Sache sowieso besser aus. Aber irgendwann kriegen wir natürlich auch mal Gegner, die halt sehr, sehr viele und starke Fernwaffenkämpfer haben. Also hier diese vorhin erwähnten Meisterschützen. Dann sieht die Sache auch nicht mehr so gut aus. Aber naja. Wenn wir schon hinkriegen, so buddelt mal 2 Stunden. Ich glaube, ab unter 2 Stunden werden wir denn dann Info kriegen. Die kommen bald. Ich glaube, so etwa sieht das aus. Und Mensch, es regnet immer noch. Jetzt ist irgendwie, hat das nicht eigentlich hier schon seit Anfang der Folge geregnet? Hier so seit fast einem Tag? Ich habe so den Eindruck. Tja. Ich glaube, der Regen wirkt sich irgendwie noch nicht positiv aus hier auf. Zum Beispiel könnte man ja denken, hier auf die Ernte. Das haben sie, glaube ich, noch nicht implementiert. Aber was heißt schon noch nicht? Es ist aber irgendwie eine Geschichte, wie ich vielleicht erwarten würde. Weil das ist ja eigentlich gar nicht schlecht für die Felder, ne? Wenn die ordentlich befeuchtet sind, sowas haben wir da nicht. Wenn wir hier auf die einzelnen Sachen gucken. Nein, doch, die Gerste ist schon richtig. Statistiken, Sonnenlicht, das kann man sehen und solche Dinge. Aber mit Wasser oder sowas, das gibt es da noch nicht. Das spielt keine Rolle. Naja, das ist im Übrigen auch die Geschichte. Ich meine, jetzt ist jetzt gerade ja noch früh. Wir haben sowieso Frühling mit noch nicht mit vollem Sonnenlicht, aber das ist auch so ein bisschen die Geschichte, wo es später denn drum gehen wird, wenn wir versuchen, das so ein bisschen nach weiter unten zu verlegen. Dann haben wir halt irgendwann die Sonnenlichtprobleme mit dem erwähnten Sonnenlichtpatch, was da reingekommen ist. Das spielt halt für das Wachstum einfach eine Rolle. So unmittelbar bevorstehen jetzt. Oh, guck mal, es sind wirklich noch 8 geworden. Jetzt haben wir doch noch wieder 8 Gegner. 2 Bogenschützen und 6 Marodeure. Naja, aber mal gucken, was denn hier so wird. Okay. Da kommt es natürlich vor allem auf unsere 2 Damen hier an. Die mit dem Bogen. Und die anderen müssen mal gucken, wie wir sie irgendwie reinbekommen. Der Markus hat hier so eine Zweihandwaffe. Da könnte er sich auch hinter die Tür stellen und da durchkämpfen. Das geht grundsätzlich mal, aber das ist natürlich auch mal nicht so einfach. Muss man ein bisschen aufpassen. Irgendwann ist so eine Tür auch mal durch, dann muss er schnell weg. Naja, mal sehen, wie wir das hinkriegen. So, na gut, so, jetzt haben wir es um 9. Und da geht's dann los. Die trotzigen sie dann ja halt anders. Der Unmensch sprachsam, aber bedrohlich doll gehört mir, übergibt mir meinen Sklaven. Nein, das machen wir nicht. Das war ihm todernst. Naja, sehen, wer hier stirbt. So, da sind die Gegner, die sieht da halt einen positiven Stimmungsmodell, wenn sie jemandem in Not helfen. Naja, natürlich machen wir das. So, alles klar. Dann gucken wir erstmal, von wo die kommen. Die kommen hier von Westen, also von der Ecke hier unten. Okay, dann würde ich da gleich mal stoppen. Warten vielleicht, bis sie ihren Angriff starten noch. So, jetzt hat es gestartet und dann müssen wir unsere Leute hier aber auch in Position bringen. Paulina, komm rauf hier aufs Dach. Emelina, du ebenso, und ich würde die anderen 2, die wir hier haben, den Doyle und den Markus auch mal mit ranholen hier. Weil irgendwie habe ich sie ja, wenn die denn hier unten durch die Basis laufen, ne? Doyle ist ja unten ja am Graben, die Gegner rennen denn dahin und das sollen sie in dem Fall nicht. Die sollen mal ruhig schön hier dahin kommen, wo ich auf sie warte.
Die stelle ich schon mal, sagen wir mal, bis hier. So, dann wollen wir das hier mal abwarten. Baut euch da mal auf. Mal gucken, wie das geht. Wollen wir jetzt ein bisschen flexibel hier hin und her schalten, weil da unten stehen ja die zwei, die Gegner auch in unserem Bogenschützen. Die Schützinnen, die hier, die stehen dann oben. Wo kommt eine Emelina? Da kommt sie. Okay. So, und Gegner sehen wir im Moment noch keine. So richtig drehen kann ich das hier irgendwie nicht. Aber wir könnten. Da kommt sie. Alles klar. Wie so oft kommt einer mit einem Schild vorne weg. Mal gucken, vielleicht kann man den gleich ein Bit geben. Ist natürlich schwieriger, die zu treffen, aber mal sehen. So, kommt her, ihr Damen. Wichtig ist vor allem natürlich, dass wir denn die Bogenschützen schnell ausschalten und uns dann um die anderen kümmern können. So, warte mal, komm her. Feuer. Der rennt schon wieder zu der anderen Tür. Dann kriegst du den noch umgeschossen. So, jetzt müssen wir die Bogenschützen sind schon dran. Mal gucken, wie schnell wir das hinkriegen. Bisher haben sie uns hier nicht getroffen. Wir treffen einigermaßen ordentlich. So, eins ist weg. Jetzt kommt die zwei. Die hat auch schon einmal getroffen. Die Gegner Emelina hat schon einen mitgekriegt. So, jetzt lass uns mal kurz Überblick. Hier hinten ist einer an die andere Tür gerannt, der Ostzott. Das ist aber einer mit Schild, der macht nicht ganz so viel Schaden. Jetzt müssen wir uns natürlich um die hier kümmern. Erstmal den Jeffrey, der hier vor der Tür steht direkt. So, den haben wir schon mal erwischt. Du solltest hier hingehen. Den da hinten ignorieren wir erstmal. Der hat noch eine Weile Zeit, da muss ich erstmal durch die Türen prügeln. Ich würde sagen, die lasse ich einfach mal kämpfen. Naja, wenn der Eidan hier kommt, dann kriegt der gleich mal einen dran. Der andere Dull ist vor die Tür gegangen. Dann lass uns mal den Markus hier ranholen und hier reinstellen. Ja. Der müsste den eigentlich hier an. Macht er das von alleine? Nee, macht er nicht. Okay, das ist jetzt ein bisschen hin und her. Komm mal her. Da mal. Geht der raus. Oh, rein mit dir. Ich hoffe, die Tür geht wieder zu. Das ist ja wirklich strange. Also manchmal passieren die ja. Naja. Ach, durch die Tür, das ist irgendwie doof. Das funktioniert. Ja, ich dachte, ich krieg das mal hin. Aber ach komm, wir lassen das bleiben. Haut den hier um den Duell. Mal gucken, was mit den anderen geworden ist. Jetzt sind drei schon auf der anderen Seite. Da sollte ich vielleicht auch mal bald mal darüber laufen. Aber erstmal versuchen wir den mal hier nach oben zu schießen. Wir haben es ja gleich geschafft. Erste Tür ist kaputt. Oh, jetzt kommt wieder von der anderen Seite. Ja, müssen wir mal hier an die Seite gehen. So, komm, haut den um. Schuss, weg. Okay. Das ist gut. Und hier muss man ein bisschen aufpassen. Eine Tür ist durch. Aber wir haben nur noch drei Gegner. Das sind die drei hier. Na gut, denn. Oh, mal sehen. Kommt ihr hier an? Wenn ihr nicht ankommt, denn. Ja. Melina geht auf den nächsten hier drauf. So die Befürchtung, wenn ich den nächsten umgeschossen habe, dass die anderen zwei dann abhauen. Aber im Moment ist es eigentlich nur wichtig, dass wir das hier ordentlich überleben. Und andere Dinge, wie irgendwie möglichst viel Lot hier einsammeln. So, da ist schon passiert. So, na komm mal her. Die kriegen wir noch. Der andere ist zu weit weg. Der wird sich verdrücken. Aber das werden wir hier noch schaffen. Na, haut's weg. Na, komm, ein Treffer noch. So, wunderbar. Alles klar. So, Einberufung beenden. Und ihr seid auch fertig. Euch hätten wir jetzt doch nicht gebraucht. Der andere ist irgendwie, ja, da kommen wir jetzt nicht mehr an. Gut, das ist nicht so schlimm. Okay, wir haben es schon mal überlebt. Da kommen schon die Wölfe an und futtern alles weg hier. Die Leichen. Okay, das hat ja einigermaßen ordentlich geklappt. Die ersten hatten wir hier, das waren die Bogenschützen. Da müssen wir gucken, dass wir das hier alles eingesammelt haben. Das muss ich erstmal freigeben. Irgendwie legen sie da auch immer noch so ein bisschen in der Nähe mitten ins Haus Sachen rein. Wir sind es am Reparieren, das ist okay. Naja, gut. So, der verpieselt sich da, der Gegner, der ist dann irgendwann weg. Immerhin sieben haben wir ja erwischt. Okay, soweit, so gut. Dann gibt es hier erstmal eine neue Tür.
Hier drüben brauchen wir auch eine neue Tür. Oh, da brauchen wir sogar zwei neue Türen. Ah. Naja, gut. Haben wir einigermaßen ordentlich überstanden. Wie gesagt, das ist halt gerade beim ersten Mal mal ein bisschen schwieriger, aber kein grundsätzliches Problem. Ja, das war jetzt natürlich Blödsinn, was ich gemacht habe. Mach mal weg. Natürlich soll eine Tür. Oh Mann. Einmal mit Profis. Ja, alles klar. So, ihr baut das schon. Wir haben jetzt erstmal Zeit. Die Sache ist erstmal einigermaßen in trockenen Tüchern. So, jetzt guckt mal bitte, dass er die Leichen hier mal wegkriegt. Die werde ich mal gerade priorisieren. Weil das mögen die meisten meiner Leute, glaube ich, nicht so, dass sie ständig der Leichen sehen, wo sie. Ach, guck mal, hier liegt auch noch einer. Ich sage, das finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam. Die schmeißen das Zeug hier immer durch die Gegend, weil hier war ja gar keiner. Aber das war vielleicht irgendwie hier daneben. Und wenn die Plätze auf dem Boden schon belegt sind durch irgendwelche anderen Waffen oder Leichen, dann packen sie das so daneben. Und das kann durchaus dann auch mal mitten im Haus sein. Naja, so, alles klar. Aber grundsätzlich hat das mal super gut funktioniert. Das ist sehr schön. Hier sollten eigentlich der Platz für die Leichen sein. Mach mal noch ein bisschen weiter weg vom Haus. So, die Frau, das war denn daneben. Ah, das ist natürlich. Na gut, ich hab's vorher, hätte ich mal vorher mal umsetzen sollen. Aber das ist nicht das Allerwichtigste. Selbst wenn er jetzt da vorliegen bleibt, ist nicht so schlimm. Das ist alles ein bisschen aus Sichtweite. Und das ist halt das Wichtige. So, wir haben hier auch, glaube ich, noch zwei Kriegsbögen, denke ich mal. Ja, beides Kriegsbögen, das ist gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal Lang- und Kurzbogen. Der Kriegsbogen hat, glaube ich, keine Skill-Anforderung. Kann das sein? Ja. Dann würde ich sagen, kann man hier irgendwo haben wir doch also hier so ein Default-Fernkampf und Fernkampf. Ja, wunderbar. Okay. Hat der irgendwie geringe Wirkung auf Bewegungstempo? Naja, das kann man im Moment noch so lassen. Okay, Kleidungen. Na, das müssen wir mal sehen. Was die, haben die uns irgendwelche tollen Sachen mitgebracht? Schauen wir mal gucken. Kleidung, Ausstattung, Sommerkleidung. Das ist, ach, Sommerkleidung, alles Sommerkleidung. Einmal solide Winterkleidung. Ist aber schon ganz schön kaputt mit 39 Trefferpunkten. Das ist eigentlich kaum. Haben sie Rüstung mitgebracht? Ganz besonders. Oh, aber ein paar Helme. Ah, das ist gar nicht schlecht. Das ist zwar hier auch alles nicht doll von den Trefferpunkten, aber besser als nichts. Und die Kettenrüstung, ja, wieso nicht? Meine geringe Wirkung auf Bewegungstempo, ist halt ganz schön kaputt, das ganze Zeug. Aber ich meine andererseits, ja, wir werden das ruhig so machen. Das auf irgendwo habe ich hier, ach so, das mit, das habe ich auch so als Einstellung hier, leichte und mittlere. Also mit schweren Rüstungen will ich meine Leute eigentlich nicht ausstatten. Die werden perspektivisch mehr oder weniger alle Fernkämpfer werden. Ich hoffe, dass das funktioniert so einigermaßen vom Skill und muss ich halt skillen. Dafür habe ich ja hier schon ein bisschen was aufgebaut. Aber im Moment, diese M-Rüstung, die ich da habe, das ist Kettenrüstung, also die mittlere. Ich könnte im Moment leichte und mittlere, die sind aber, glaube ich, eingestellt. Wir können ja hier mal schauen. Auf 50% Trefferpunkte. Naja gut, wir sind noch nicht so gut. Wir würden mal vielleicht im Moment auch 30% noch erlauben und solide. Ach, eigentlich, Hauptsache, die haben erstmal irgendwas, ja. Das werden wir so nach und nach erhöhen. Also, wir werden mal alle eine L&M-Rüstung verpassen. L&M, naja, whatever. Ja, dann besonders zählt da auch rein. Okay, was hat er ja eigentlich schwach und, naja, dafür ist. War doch noch eine solide, oder? Ach, naja, gut, das kann. So, Kopfbedeckung. Irgendein Helm mit 50, ja, das ist auch 50%. Was ich da habe, ich denke, das werde ich auch noch ein bisschen runterdrehen müssen. Das ist von letzten Durchlauf ab gut. Ich denke, da machen wir auch Helm ab solide und ab 30%. Sucht ihr irgendeinen? Das ist halt hier irgendwie alles an schweren oder mittleren Helmen. Bei dem ist es ja egal, der hat keine Auswirkung auf Laufen. In die Kappe wollen wir nicht. Wir machen hier einen Helm, einen Helm, einen Helm. So. Okay, und Schild? Nö. Kein Schild. Sonst können sie Kriegsbögen nicht tragen.
Ach, du willst auch Eichenbrüder einfach. Ey, das ist so ein Käse. Jetzt haben wir 4 Eichenbrüder. Das ist so ein Blödsinn. Oh Mist, aber es ist wirklich, das ist am Anfang schief gelaufen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das abfärbt. Weil der eine, den wir hatten hier auf dem Restitutionistenschrein. Ach, das ist wirklich ein Käse. Der ist dann auch Eichenbrüder geworden. Wir hatten dann von unseren Startchars waren alle 3 Eichenbrüder und jetzt ist der Doll, der kam mit Rest. Oh, das ist ein Mist. Ich hoffe, das ändert sich nochmal. Aber so ein bisschen färbt das halt aufeinander ab. Das ist halt einfach ein Problem der Kapazität, ne? Wenn die alle an dem einen Schrein beten wollen, ist halt irgendwie echt doof. Naja, gut, wir werden das hinkriegen. Ist nicht das, also so extrem hatte ich das ehrlicherweise auch noch nie. Ist natürlich auch an der Stelle mal wieder nur Glück und Zufall, aber in dem Fall war es halt mal Pech und Zufall. Aber was willst du machen? Naja, okay, gut. Soweit, dass dies ist mal dieses Teil. Dann haben wir hier den Unterschlupf fertig gebaut. Das ist auch klasse. Und ich würde sagen, dann kümmern wir uns vielleicht auch schon mal hier um unsere Abwehr fürs nächste Mal. Weil hier mit den Ecken, das finde ich dann doch ein bisschen unglücklich. Vor allem, wenn die hier von der Seite da reinkommen, je nachdem, wie sie laufen. Das ist zwar okay, ich könnte das um das ganze Ding drumherum machen, aber finde ich eigentlich nicht so gut. Wir werden das mal ein bisschen anders bauen. Und zwar nehmen wir da mal, ihr könnt da unten so lange weitermachen. Ja, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich das so einigermaßen auf dem, oben drauf bekomme. Und halbwegs zentral. So, dann nehmen wir mal hier so 4 Stützpunkte. Und den brauche ich da mal hier. Ja, weil das ist irgendwie mir noch nicht so ganz. Ich würde das fast noch ein bisschen größer machen. Ja, wir machen das noch etwas größer. Okay. Ich brauche hier nur abbrechen. Das ist noch nicht ganz so, wie ich das wollte. So, macht mal weiter hier. Entschuldigung, Leute. Ihr wart schon am Anfang. Ich will das doch hier lieber auf 5. Das gefällt mir noch ein bisschen besser. Ja. Wird doch noch weiter hier an die Seite, ja, machen das mal so. Ja. Ja, wir brauchen wieder Holz, unser Holz ist alle. Ah, gut. Kümmern wir uns auch gleich drum. Erstmal haben wir hier die Abwehr bekommen, das war schon mal gut. Der Rest findet sich dann, also, denn wenn wir hier. Das sieht grundsätzlich schon mal gut aus. Das ist nicht so. Da werden wir auch noch hier die Querverstrebung brauchen. Ja. Hier drüben hat das hingekriegt, aber wer weiß, wenn unten was verloren geht. Wir machen das mal ordentlich. Mach das mal ruhig so. Ja. Zu weit weg von einer stabilen Struktur. Ach, das ist doch. Okay, wir haben hier auf jeden Fall dann mal eine Treppe. Irgendwie müssen sie da hochkommen. Jetzt leider. Kannst du das bitte mal hier? Ja, das ist gar nicht übel. Die anderen Sachen kriegen wir so nach und nach sicher auch hin. Hm. Der hat hier Stabilität 2, ja, wahrscheinlich, weil hier unten fehlt es noch. Ah ja, das stimmt. Da sehe ich ein. Das, da haben wir hier noch nicht das eingebaut. So. Okay. Dann sollte das deutlich besser sein. Und dann machen wir hier auch noch. Ah. Aber wir brauchen Holz, haben wir gerade festgestellt. Na gut, dann lass uns mal hier noch ein bisschen was markieren. Dann erstmal wieder die hier so rumstehen sind ja und wenn die ausgewachsen sind, haben sie da die 50. Der ist noch nicht ausgewachsen, wenn wir noch reichlich was rumstehen. Der ist noch nicht, der ist ausgewachsen. Okay, wenn wir so schon umhauen, dann wollen wir ja ordentlich was haben davon. Das sind jetzt keine Bäume, aber ups.
Aber das wollen wir dann natürlich auch ernten. Da können wir dann mal Essen draus machen. Jetzt sind wir zu viert. Da brauchen wir auch ordentlich Futter für alle Leute, die wir hier Baum und noch ist ganz schön viel abgestorben und um unsere Basis. Aber so richtig ausgedünnt alles. War das, hat man ja noch gar nicht gemacht. Ich glaube, ich markiert, wenn wir das alles hier abgeholt haben, denn ja, wird das sicher auch ein bisschen bringen. Okay, dann lass uns mal gerade noch mal kurz in den Keller gucken. Wie sieht es inzwischen da aus? Da haben wir doch ordentlich frei gebuddelt. Können wir mal hier noch ein bisschen fortsetzen. Da wollten wir ja was lagern. Dann könnte ich da zumindest so eine Lagerfläche schon mal einstellen. Und zwar überall da, wo hier wo da Holz vorgesehen ist. Na. Und da machen wir dann hin Nahrung. Zwar alle Nahrung. Und Samen würde ich mal auch noch denn hier reinlegen in die Kälte. Das ist mir gerade auch noch ein bisschen wichtig. Der Rest, nö, da muss da nicht hin. Fermentierungszutaten, die werden wir denn hier in der Fermentierungsecke lagern. Das wird das Gebäude dafür sein. Jo. Wir brauchen denn mal hier noch eine Tür, bitte. So. Und dann hier eine und hier kommt der Fermentierer rein. Da haben wir denn eine andere Temperatur. Das passt an der Stelle dann sicher ein bisschen besser. So, das sind mal die zwei Sachen, die wir noch kurzfristig brauchen. Wenn wir das geschafft haben, würde ich an die Stelle, da ist dann der nächste Raum geplant. Da wird ein allgemeiner Lagerplatz. Natürlich wollen wir das dann auch von oben hier nach unten verlagern. So nach und nach. So, mal sehen. Also das wird das, was hier komplett denn irgendwann bis da hinten runter geht. Erstmal werde ich das alles nur als Zweier ausbauen, weil es einfach sonst zu viel zu graben. Müssen wir mal der Reihe nach machen. So, und hier haben wir denn den Raum. Das ist, was habe ich hier eigentlich gemacht? Irgendwie verklickt haben, das ist auch nicht so gedacht. So, trotzdem hier mal den Lagerplatz. So, gehen dahin. Das wird dann insgesamt auch mal viel Lager. Das ist 6 und hier die 8. So ist die Idee. Und hier hätte ich denn gerne ja, den nächsten Balken. Das wird ein 10er insgesamt. Die können ja maximal, also diese Stützbalken Länge 10 haben. Die werden wir hier einziehen. Und in der Richtung ein 6er, ja. So ist die Idee. Na gut. Erstmal immer nur den Rahmen, damit wir dann die Stützen einziehen können, so wie hier. Nicht, dass da was schief geht und du einstürzt. Na gut. Okay, dann wollen wir jetzt mal gucken. Wir haben ja das zuletzt noch ein bisschen umgestellt. Der Doll soll ja eigentlich hier primär Bergbau machen und Markus, wenn was zu bauen ist, baut. Ich wollte nur halt vor dem Angriff, dass da alles schnell fertig kriegen. Deshalb hat man das da so ein kleines bisschen verändert. Aber ich denke, jetzt können wir das wieder hier zurückstellen. Und tja, hier müssen wir auch noch mal ein bisschen die Sachen dann irgendwann ändern, aber wir brauchen erstmal unten den Lagerplatz, alles hier rein zu klatschen. Das ist irgendwie dann auch auf die Dauer natürlich doof. Vor allem würde ich jetzt sagen, wir lagern mal hier keine Zweige mehr ein. Da haben wir wirklich so viele. Das macht alles mega voll. Und da haben wir keinen Platz mehr für gerade hier auch die ganzen Waffen und Ausrüstung. Das muss mal hier reingeräumt werden. Dass es da mal irgendwo ein bisschen vorwärts geht. Was hindert das hier so? Transport. Tja, naja, wenn sie da durch sind, nicht viel transportierte. Ich halt natürlich auch. Was machen sonst die Ziegen hier? Und so Zicklein, die sind aber noch nicht so weit. Muss ich das vielleicht doch mal hier auf Prio setzen, damit das mal reingeräumt wird? Ich denke, ich mache das mal. Komm her. So. Es wird ja auch nicht besser davon, dass es da außen rum liegt. So. Holt die Ausrüstung mal rein ins Häuschen. Was ist das hier eigentlich? Faustschild. Das irgendwie von daher. Wahrscheinlich einer, der hier gestorben ist, hat das da hingeschmissen. Mal auf die Lagerplätze legen. Apropos Lagerplätze.
Sollte hier vielleicht mal noch, das hatten wir ja auch gekriegt, hatten wir nicht richtig Waffenregal? Ja, alles klar. Dann werden wir hier noch mal ein paar Waffenregale an die Wand machen. So, hier haben wir da 6. Habe ich den auch erwischt? Das sieht irgendwie anders aus. Hey, doch, 1, 2, 3, 4 ist richtig. Ja, das täuscht manchmal ein bisschen mit der Perspektive. Jetzt sind sie aber hier schon am Räumeln. Gut, 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 gut. Und dann sollte das auch. Und der Markus hat sich schon Kriegsbogen geholt. Der hat nicht mehr so viele Trefferpunkte, aber okay, das passt schon. Wir werden demnächst selber welche bauen können. Das wird schon gehen. Aber erstmal müssen wir hier mit dem Haus und den Lagermöglichkeiten fertig werden. Wie gesagt, gerade hier der Nahrungskeller, das ist natürlich die nächste wichtige Geschichte. Dann lassen wir jetzt hier runterschauen. So, wir haben das hier. Liegt sogar schon Quark, haben sie schon hingepackt, wie schön. Dann würde ich das mal hier oben rausnehmen aus den Listen. Keine Nahrung mehr, keine Samen mehr. Das soll da nach unten, ja. Gut. Und dann würde ich vielleicht auch hier rund um den um die Schlachtbank, ja, da machen wir auch mal noch ein bisschen Weidenboden hin. Dann halten sich die Sachen da vielleicht ein bisschen besser. Das wäre die Hoffnung. Im Moment ist das gerade alles ein bisschen unglücklich zu sehen hier. Durch die Untergeschossgeschichten da. Na gut, es wird sich schon wieder. Okay. So, was haben wir denn? Wir haben auch schon ordentlich reingeräumt. Da ist der erste Bogen. Den hat sich Markus schon geholt. Dolgo, dass sie ja auch noch so Dinge finden. Jetzt sich die Frage, der war auch in sich Meisterschütze, das ist ja Wahnsinn, der braucht nicht mehr üben. Ich würde Emelina mit 9, naja, hat wohl eben bei dem Angriff auch ein bisschen was an Erfahrung. Ich glaube, die war vorher bei 8, hat sie da durchaus auch ein Level gemacht. Ging völlig unter hier im Eifer des Gefechts, das habe ich nicht gemerkt. Ich war doch ein bisschen beschäftigt, dass ich das hier irgendwie alles hinkriege. Naja, mal sehen. So. Wie ist denn das hier oben inzwischen eigentlich gelaufen? Ist schon wieder ein bisschen besser geworden. Guck mal hier. Jetzt ist das hier soweit auch so, wie es sein soll. So, das heißt, wir haben hier, jetzt muss ich nochmal schauen, da war hier genau. Das soll ja bis hier und du bis hier. In der Mitte haben wir 5x5 und außen 7x7. Ja, und natürlich müssen da dann die Zinnen hin. Das ist ja klar. So. Einmal rundherum. Hier ist irgendwie noch ein Loch. Nee, das ist kein Loch, das ist schon fertig gebaut. Oh Mann, da habe ich mich ja wieder mal selbst verkohlt hier. So, warte, hier haben wir, glaube ich, noch Zinnen, die wir noch, ja, das ist gut, die Ecken müssen wir noch ordentlich setzen. Einmal noch eindrehen und dann haben wir hier noch eine Ecke. So, alles klar. Müssen wir das nur noch bauen, dann können sie hier hochkrabbeln da. Weil, weißt du, was ich gerade sehe, die kommen ja hier die Treppe hoch. Ich werde die Treppe hier mal ein bisschen weiter hier zur Seite machen. Ich denke, das macht mehr Sinn. Komm mal hin. Und du... Ja, die Treppe war natürlich schon wieder fertig gebaut, wie das immer so ist. Wenn man denn mal noch was umplatzieren will, dann ist es garantiert das einzige Item, was irgendwie schon gleich am Anfang fertiggestellt ist. Wie kriege ich denn das jetzt hier hin? Die kommen von hier. Und die Treppe. Ja, das habe ich mir schon fast. Ah, Leute. Hier natürlich auch wieder nicht ganz richtig. Naja, wir werden das schon noch hinkriegen. Jetzt leider, jetzt müsste es richtig stehen. Oh, nein, das ist es aber, sag mal. Was tue ich mich denn hier so schwer mit dieser komischen Treppe? Das kann doch nicht so schwer sein. Komm mal her. Oder vielleicht, wenn ich die Ebenen hier so ein bisschen... Da würde ich sie hinhaben wollen, naja. Ja, es ist aber auch.
Ich meine, das ist echt nicht einfach. Ja, da will ich ja nicht. Da müsste von hier. Achso, wenn ich die so umdrehe, ja, das wäre eigentlich die Stelle. Oder jetzt habe ich sie, glaube ich, richtig. Ja, da genau sollte sie hin. Dann können die von hier und da hochsteigen. Aber so, und da müssen wir jetzt noch zumachen. Na, das sieht doch schon aber gar nicht so übel aus. So, und von dem Türmchen sollten wir eigentlich ganz gut die hier vorne erwischen und die da hinten auch. Und dann müssen wir hier nicht so hin und her rennen. Dann haben wir einen besseren Überblick. Okay, alles klar. Ich denke, die extra Höhe bringt an der Stelle nichts. Wichtig ist einfach nur, dass man da eine höhere Position hat als, naja, also als die, die man halt angreift. Gibt keine extra Reichweite, keinen extra sonst was für Sachen, wenn man noch ein bisschen höher ist. Aber so ist es, glaube ich, grundsätzlich dann schon in Ordnung. Okay, so. Ich denke mal, Evelina ist hier noch fröhlich am Schneiden. Wir haben hier eine ganze Menge an Bäumen markiert gehabt. Ausgewachsen. Okay, dann würde ich mal hier auch noch ein kleines bisschen von dir holen. Naja, so, alles klar. So, und hier, da haben wir unser Apfelbäumchen. Der hat einen Samen rausgeschmissen. Na, so muss das sein. Das ist doch ordentlich. Wie ist das eigentlich hier mit den ganzen Wölfen, die hier die Leichen futtern wollen? Wir haben alle unsere Fernkampfwaffen. Lass uns doch vielleicht einfach mal hier ein bisschen was von den 30 Tagen ausgewachsen. 15 Uhr. Die hier schon direkt vor unserem Haus alle rumlungern. Erstmal gibt es jetzt hier, jetzt können alle jagen. Ja. Alle kriegen ja. Haben alle eine Fernkampfwaffe. Aber mal gucken. Markus rennt schon los. Colina kommt dazu. So viel Wölfe immer, aber ja gut, das zieht die halt tierisch an, wenn die hier was zu futtern haben. Oh, jetzt hauen die Wölfe auch noch ab. Manchmal würde ich mir ja wünschen, dass sie denn angreifen. Machen die aber oft genug auch nicht. Die haben ja doch normalerweise eine ganz gute Chance, um sich zu wehren, anzugreifen. Jetzt schießen halt jedes Mal vorbei. Das ist halt ein Skill-Problem. Aber durch jedes Schießen verbessert sich das ja auch. Könnt ihr vielleicht mal wenigstens einmal treffen? Es müsste doch wenigstens auch mal eine Chance zum Treffen geben. Klar, dass sie da öfter daneben schießen. Oh, jetzt kommt ein. Nee, ich dachte, der kommt an und wehrt sich. Nö. Es müsste ja auch mal eine Chance geben, dass sie wenigstens mal treffen, aber. Die ist offensichtlich nicht sonderlich groß. Jetzt lasse ich den laufen hier, ist mir jetzt auch egal. Haben wir ein bisschen was in Schießen geübt. Der rennt auch noch so. Und wenn man die einmal getroffen hat, dann werden sie ja auch langsamer, weil sie dann bluten und so, ne? Aber man müsste wenigstens einmal treffen. Aber wie oft haben wir da jetzt schon jetzt haben wir getroffen? Nee, das war auch wieder nicht, das war immer. Nee, komm, jetzt ist gut. Reicht. Ja, aber ein bisschen geskillt ist auch in Ordnung. Okay. Unsere Katze rennt da auch noch hinterher. Wir könnten ja. Was? Du musst erstmal was essen, Markus. Ja. Auch gut. Die haben uns ja noch ausplatziert hier. Pass mal auf, ja. 10 Tage jung. Naja, das lohnt aber eigentlich auch nicht. Ist ja kaum was dran und zum Fleisch. Ich dachte hier so ein paar ausgewachsene, aber. Da müsste man halt eben auch mal treffen. Naja, gut. So. Oh Mann, die Grafik hier wieder. Das ist so wow. Ja, es ist Regen, ne? Aber es ist gerade wirklich super zu sehen, alles hier. Naja, lass uns unter die Erde gehen hier. Ich stehe hier eigentlich gedrückt, falsch so. Ich will nach unten. Da schnell. Auch unter der Erde stört der Regen. Wie kann die Sonne hier hinscheinen, ne? Aber sie tut es. Okay, so, dann lass mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. Also hier unser Raum, wo wir denn mal fermentieren wollen, ist auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten. Das ist gut. Wir brauchen hier noch eine Tür. Ich würde sagen, hier unten bauen wir denn mal das Ding hin. Doyle geht beten, ne? Und Colina ist fleißig am Schreiben. Wie haben wir denn inzwischen 13? Haben wir schon wieder 15? 20 brauchen wir für die Holzwaffen.
So, Doyle hat gebetet, jetzt geht er auch noch ein bisschen buddeln wieder, ja. Wäre mir ganz lieb, wenn du hier mal die Ecke fertig machen könntest, Doyle. Ja, sieht doch gar nicht übel aus. Markus baut da oben das Ding, aber ich glaube, so im Frühling werden wir wohl keinen Angriff mehr kriegen. Wir haben Tag 10. Da wird wohl nichts mehr passieren, aber irgendwann müssen wir das Ding da oben natürlich auch mal fertig kriegen. Insofern, ja, ist schon in Ordnung. Mach mal ruhig. Und hier haben wir denn sowieso auch noch einiges zu bauen. Doch, der hat hier das Ding. Oh, Doyle! Ja, am Ende ist auch Wurst, aber ich will eigentlich hier doch, wir wollen fermentieren. Lass ihn das Ding da mal fertig machen. Wo er jetzt gerade dran ist. Und dann kriegt er mal hier noch die nächsten Felder reingesetzt in seine. Ja, ne, da soll es sehen. Und danach den hier. Ein bisschen Holz sollten wir jetzt haben. Wir haben ja doch eine ganze Menge Bäume oben markiert. Da wird schon was gehen. So. Nee, du machst noch weiter. Der wollte schon irgendwo anders hin. Die Sachen lasse ich ihm jetzt gerade mal hier noch machen. Wie spät ist 21? Achso, der will sich hinlegen. Ja. Na gut. Etwas hungrig, Schlaf. Nee, dann lasse ich ihn losziehen. Das ist okay. Morgen ist auch noch ein Tag. Muss nicht alles heute machen, Doyle. Das ist okay. Darf sich hinlegen. Das hat keinen Wert. Wir können hier aber so ein bisschen Holz bohren. Das ist hier jetzt da besonders wichtig zur Isolation. Ich holz halt gut, wobei es ist jetzt nicht unbedingt der Erde ist auch ein sehr gut zum Isolieren, aber naja gut. So, und hier hätte ich am liebsten das Zeug hier, die Erde hier auch rausgeschafft. Aber okay, das ist ein Lager, das ist im Moment eigentlich noch Wurst, ja. Naja, gut. Denn langsam nimmt es da unten ein bisschen Form an. Der Regen ist auch vorbei. Endlich sieht man mal hier. Das ist ja, war ja vorhin wirklich gerade übel. Gott, kaum was erkennen. So, hier sehe ich, da ist noch eine Gerste fertig. Da können wir hier noch ein paar Pilze ernten. Oh gut, was ist das hier? Das wäre Gerste zum Pflanzen, ne? Aber sie war ja schon dran hier, Emily. Naja, sie war halt viel unterwegs, gerade hier, um die ganzen Bäume wegzuhacken. Mehr ging da halt erstmal noch nicht. Ist hier noch ein bisschen Kräuter, können wir auch brauchen. Und hier ist inzwischen auch einiges schon wieder von dem Johannisbeer reif geworden. Ja. Also der hier auch, ne? Reif, ja, alles klar. Gut. Wie sieht es denn eigentlich aus? Hier Mahlzeiten, da haben wir einiges, wir haben kaum was roh. Naja, wir müssen das hier mal einsammeln, aber das hat sich jetzt hier die ganze Ernte ein bisschen verzögert. Ich musste erstmal wieder Holz hacken, weil das funktioniert uns auch nicht. Hier liegt das ganze Zeug rum, das ist gut. Haben sie sich ein bisschen was geholt, hat zwei Helme und eine Rüstung hat auch jeder gefunden. Naja, ist doch gar nicht so üblich, das geht doch einigermaßen. Dann lassen wir mal die Nacht hier auch gerade noch vergehen. Wer ist mehr hier oben eigentlich gekommen? Naja, ist schon noch ein bisschen was zu tun. Es regnet schon wieder. Oh, was ist denn hier los? Das ist ja echt unglaublich. Der andere ist fast vorbei. Ist das im Frühling auch so üblich? Ich dachte, im Herbst regnet es immer nur. Das ist wirklich teilweise heftig. Das hatte ich schon da. Haben fast der ganze Herbst durchgeregnet, aber Frühling ist generell ja irgendwie auch eine Saison. Frühling, mäßige Temperaturen, Regen und Nebel sind häufig. Geringe Chance auf Hagelstürme. Aha, aha. Na, den haben wir zum Glück bisher nicht gekriegt. Haben wir auf Holzklopfen. Regen und Nebel. Naja, das kann ich bestätigen. Nebel haben wir auch gehabt und Regen auch. Naja, okay, soweit. Emelina ist schon wieder unterwegs. Was machst du denn hier? Du erntest Ressourcen. So, was ich hier hingestellt habe, ja. Hab ich sie da noch auf Priorität? Ja, habe ich. Naja, aber eigentlich ist das in Ordnung. Wie soll das mal ruhig vor allem die Johannisbeeren hier noch ernten? Du bist inzwischen auch reif, ja. Kann man auch im Dunkeln erkennen. Wenn sie das alles geerntet hat, dann zumindest die hier vielleicht noch. Dann würde ich auch einstellen, also das hier wieder von der Priorität auch auf 3 stellen. Die soll dann erstmal wieder pflanzen. Das ist denn
für noch andere machen. Aber Markus nicht und Colina soll forschen, ja. Was haben wir denn hier? Wir könnten schon wieder ein bisschen, das sind die 15er, ne? Ja, aber nee, ich denke, die nächsten Sachen sind Neidern und Holzwaffen. Das möchte ich denn vielleicht als nächstes ganz gerne haben. Nahrung haltbar machen wäre natürlich auch was hier für die Regale. Das braucht auch 20. Ja, ich denke, das sind die drei nächsten Sachen. Schneidern und Nahrung haltbar machen und die Holzwaffen. Ich weiß vorerst die Holzwaffen für Kurzbögen, aber wir haben eigentlich jetzt Bögen, dadurch, dass die Gegner uns was gebracht haben. Langbögen wäre natürlich besser. Aber das Langbögen ist 30, so schnell werden wir nicht sein. Gut, dann lass uns das vielleicht wirklich so machen. Wir haben noch keinen Schneider, oder? Ne, haben wir nicht. Da hoffe ich mal, dass der nächste vielleicht einer ist, der da was kann in der Richtung. Was haben wir hier so an Schneiderskill? Okay. 5. Wir haben hier sogar eine 14, hat der Doyle. Naja, das wäre ja schon was. Und 1. Naja. Okay, müssen wir mal sehen, was man an der Stelle denn tut. Naja, okay. Pass auf, das ist ja alles so gar nicht schlecht. Tag 11 haben wir früh um 5. Und ja, wir haben den Angriff überlebt. Das hat doch ganz ordentlich geklappt, muss ich sagen. Das hatte ich mir fast noch ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber war ganz okay. Unsere Verteidigung, die wir hatten, die war soweit in Ordnung. Könnte es sein, dass irgendwo hier ein Dach kaputt gegangen ist? Wer hat denn da wieder... Naja. Habe ich vielleicht mich irgendwo verklickt beim Abbauen. Das ist es aber auch wieder. Naja, okay. Gut. Soll uns im Moment nicht stören. Für den Moment zunächst mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zur nächsten Folge.